Zeugen Jehovas stellen Jesus gerne als Menschen dar, in allen Variationen, mit allen Tricks und Hintergedanken, denn sie lehnen entschlossen, propagandistisch die Gottheit Jesu ab. Um die Gottheit Jesu permanent unmöglich zu machen in den Augen der Leser ihrer Literatur, haben sie ganz viele Variationen der Jesusdarstellung entwickelt, die jede für sich genommen einen gewissen Affront darstellt gegenüber Christen. Denn Christen sehen ja in Jesus Gott, wie die Bibel es auch sagt. Zum Beispiel Offenbarung 5, 13, 14 wird das Lamm angebetet von der gesamten Schöpfung. Und die propagandistische Jesus-Vermenschlichung, der größte Mensch, der je lebte, ist sogar ein Buchtitel von Zeugen Jehovas, diese propagandistische Vermenschlichung Jesu findet sich zum Beispiel in dem folgenden Bild. Jesus als Lackaffe. Als besserwisserischer Lackaffe mit Föhnfrisur und reichen Kleidung. Damit möchten Jehovas Zeugen, also möchte die Wachtumgesellschaft gerne erreichen, dass Jehovas Zeugen im tiefsten ihres Herzens überhaupt nicht in Erwägung ziehen können, dass Jesus Gott ist. Wer so aussieht, wer so einen Eindruck vermittelt, wirklich die besserwisserische Hochnäsigkeit verkörpert, wie will man da noch irgendwie auf die Annahme kommen, dass Jesus Gott ist? Und der Trickreichtum der Zeugen Jehovas geht so weit, dass zum Beispiel in dem folgenden Bild der am Pfahl hingerichtete der an den Pfahl genagelte Jesus vollkommen blutleer ist. Ich zeige jetzt das Bild. Selbst da, wo die Handgelenke an den Pfahl genagelt sind, ist kein Tropfen Blut sichtbar. Der Wachturm Jesus hängt am Pfahl, völlig blutleer. Da ist kein Opfer möglich. Da ist kein Opfer möglich. Kein Blut, kein Opfer. Die Bibel sagt, dass das von Jesus vergossene Blut uns reinigt, unsere Sünden wegwäscht. Und der Wachturmgesellschaft ist ein Jesus, der hat gar kein Blut zu vergießen. Kein Tropfen Blut, das ist ein blutleerer Zombie, der bei denen am Pfahl hängt. Und solche Darstellungen mögen Jehovas Zeugen allerliebst, denn sie werden dem Problem enthoben, könnte Jesus Gott sein oder nicht. Und könnte das Opfer Jesu so wirksam sein, dass ein Predigtdienst, lebenslanger Predigtdienst für die Wachturmgesellschaft gar nicht mehr nötig ist? Könnte das Opfer Jesu in seiner göttlichen Kraft so wirksam sein, dass der sogenannte treue und verständige Sklave nur für sich ackern lässt von den Zeugen Jehovas, propagandistisch ackern lässt, sodass sie mit ihrem Verlag Geld verdienen können, richtig viel Geld verdienen können. Jehovas Zeugen, fragt euch bitte mal, ob ihr nicht einem falschen Pferd aufgesessen seid. Jesus Christus lädt euch ein und sagt und verspricht euch die absolute Rettung. Die Wachturmgesellschaft verspricht keine Rettung, sondern sagt immer nur, wir können überleben. Wir können gerettet werden. Ich zeige nochmal das Bild. Wir haben hier
Ich führe das Bild mal näher ran. Man erkennt jetzt einen nach oben gerichteten Vogelkopf. Na, hier ist das Auge. Hier ist das Auge. Und hier ist der Schnabel. Na, da. Oh, das ist ja spiegelbildlich. Also, das ist der Schnabel. Einen nach oben gerichteten frechen Vogel. Und wenn wir das Bild etwas anders betrachten, dann haben wir einen nach unten gerichteten dummen Hund. Maul, Nase und wieder das Auge. Sie haben also in diesen blutleeren Jesus, ich halte das jetzt mal ein bisschen noch länger hin, damit das hoffentlich erkennbar ist. In diesen blutleeren Jesus haben sie zwei Tiere hineingezeichnet, also auf die subliminale Art. Einmal einen frechen, nach oben gerichteten frechen Vogel und einen nach unten gerichteten dummen Hund. Damit sagen sie aus, dass Jesus durch sein Opfer die Menschen mit Gott versöhnen will, ist eine ziemlich freche Angelegenheit. Das sagen sie damit. Der ist ja ganz schön überheblich. Der ist ja selbst, der ist ja so selbstgerecht, dieser Jesus. Der will die Menschen mit Gott versöhnen? Dann ist ja gar kein Predigtdienst mehr möglich. Also, frecher Vogel nach oben gerichtet und nach unten, dummer Hund. Damit sagen sie aus, der dumme Hund, der sich da hat ans Kreuz nageln lassen, hat letztendlich eine völlig sinnlose Sache unternommen. Ist ein dummer Hund gewesen. Und um die Tragik dieser Jesus-Darstellung etwas noch zu vertiefen, haben wir hier eine Darstellung, die gab es im März, kleinen Moment, die gab es im März 2011. Soweit ich mich erinnere, das war die Einladung zu dem Anti-Abendmahl, dass die Zeugen Jehovas feiern, die lehnen ja Brot und Wein ab. Lassen Brot und Wein an sich vorübergehen, das ist ein Anti-Abendmahl. Sowas könnten gerade noch Satanisten feiern, aber keine Christen. Christen können kein Abendmahl feiern und dann komplett und geschlossen, bis auf ganz wenige Ausnahmen, Brot und Wein an sich vorübergehen lassen. In der katholischen Kirche lassen ja alle Christen den Wein an sich vorübergehen, den säuft der Priester selber. Ist auch vom Prinzip her erstmal ein Anti-Abendmahl, aber bei den Zeugen Jehovas wird es noch feiner zelebriert. Und dieser beim Anti-Abendmahl, also das Einladungsding zu diesem Anti-Abendmahl 2011, beinhaltet ein Foto von Jesus mit einem erigierten Penis. Ich weiß nicht, ob man es gut erkennen kann. Viele behaupten, ach, das ist nur eine Falte in seiner Kleidung. Ich wäre pervers, dass ich sowas sehen würde. Ich habe hier aber ein von einem Franzosen präpariertes Bild dieses Flyers. Und der hat die ganze Sache mal gekennzeichnet. Die genaue Ansicht, hier im Video kommt es vielleicht nicht ganz so deutlich raus, die genaue Ansicht dieser Bilder gibt es auf antichristwachtum.de. Da kann man die Bilder alle komplett 1:1 betrachten. Man kann also sämtliche Schattierungen abschätzen und kann sich dann sein Bild machen von dem, was Jehovas Zeugen aus Jesus machen. Auf der antichristwachtum.de. Vielen Dank.